Krebs. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Februar und März. Wir schauen uns einmal an, welche Karte ich als deine Hauptenergie gezogen habe aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Haben wir die Karte Lernen. Da werde ich gleich näher drauf eingehen. Ich sage jetzt erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot. Kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine momentane Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber in der Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein. Lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr. Und ziehe da auch eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen und auch zu meinem Instagram-Kanal. Der dreht sich allerdings rund um Fotografie. Ich fotografiere gerne. Wenn du aber trotzdem Lust hast, vorbeizugucken, komm da gerne mal vorbei. In der Infobox unter diesem Video findest du noch einige andere Links. Wenn du magst, guck da einmal rein. Und jetzt kommen wir hier aber zu deiner Legung. Wir haben die Karte Lernen. Das dreht sich natürlich um Lernen in irgendeiner Art und Weise. Ich spüre mich jetzt aber mal rein, welche Energie dahinter ist. Und du guckst, dass du ja, dich entspannt zurücklehnst und das Ganze hier gut wirken lassen kannst. Ich habe das Gefühl, dass du ich suche gerade nach den richtigen Worten. Es ist wie, als ob du irgendwo gelandet bist. Und dir, also bei einer Situation gelandet bist oder einer wie einem Gefühlskomplex und da sehr viel anfängst zu verstehen und dich auf etwas sehr gut einlassen kannst. Einlassen ist auch irgendwie ein Thema. So. Dann ziehe ich mal deine Neunerlegung. Wir werden da das gleich noch etwas differenzierter bekommen, um was das so geht. Erstmal die Hauptenergie. Da haben wir die zwei der Schwerter. Für Zweifel können die stehen oder auch einen nicht ganz klar gucken können. Ich lege jetzt erstmal die komplette Neunerlegung aus und sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten. Wenn alles liegt, dann kommen wir in die Deutung. Erste Karte der oberen Reihe ist das Ass der Kelche, die Chance auf einen emotionalen Neubeginn. Das Ass der Kelche steht, die obere Reihe ist eine Reihe, die eine Entwicklung oder emotionale Dynamik aus der Vergangenheit repräsentiert. Die mittlere Reihe repräsentiert eine, die präsente, das, was jetzt präsent aktuell ist. Und die untere Reihe zeigt uns eine die potenzielle Weiterentwicklung auf. So, Ass der Kelche. Dann haben wir in der oberen Reihe die vier der Stäbe. Vier der Stäbe für ein, das kann für ein schönes Beieinander sein. Das kann auch für eine Etappe stehen. Die Karte kann auch für eine Etappe stehen, die geschafft wurde. Und die Karte kann auch für was Häusliches stehen. Dann haben wir die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe für Belastungen oder auch für Belastungen, die man beiseite packt, von denen man sich dann auch trennt oder ne, wo man dann auch was zu einem Abschluss bringt. Dann haben wir die erste Karte der präsenten Reihe, das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen für eine Gelegenheit, aus der viel erwachsen kann oder aber auch eine stabile Gelegenheit, eine sicherheitgebende Gelegenheit. Wir werden sehen oder auch ein sehr handfestes Vorgehen. Die 8 der Münzen für was Berufliches können die stehen. Auch mal dafür sich die Dinge noch mal Revue passieren lassen, angucken,
anderen seine Werte zeigen. Dann haben wir die erste Karte der potenziellen Weiterentwicklung, die 7 der Kelche, für eine Wahl oder für Wählen, für einen Entscheidungsfindungsprozess oder eben für, ich kann eine Entscheidung treffen und der Prozess ist vorbei. Dann haben wir die 9 der Kelche für ein gutes sich spüren, ein gutes sich fühlen, gut in den eigenen Gefühlen stehen. Und den König der Stäbe kann für dich stehen, kann für wen anders stehen, das werden wir sehen. König der Stäbe, einer, der oder eine Person, die gut im Element des Feuers, gut und zentriert im Element des Feuers der Leidenschaft steht. So, die 2 der Schwerter. Ich spüre mich, mach rein. Mit den 2 der Schwertern habe ich auch das Gefühl, es geht irgendwie um ein Einlassen auf etwas. Das habe ich ja bei der Karte Lernen auch schon. Es ist so, du verstehst nicht unbedingt alles, aber du lässt dich drauf ein. Und bist da auch irgendwie neugierig und interessiert. Wollen wir mal gucken, was da noch das Lenormand zu sagt. Wir haben den Sarg für tiefe Transformation, tiefe Heilung, tiefen Wandel. Und dann haben wir eine Frau, kann deine Energie sein, muss aber nicht. Doch, du lässt dich auf irgendwas ein. Das ist auch mit dem Sarg. Und du machst einen Wandel durch. Du lässt dich auf irgendwas ein. Du verstehst vielleicht teilweise nicht so viel. Aber du machst weiter mit, weil du merkst, dass du emotional andockst. Und ich habe ja hier gesagt, es fühlt sich so an, also es war ja noch ein bisschen kryptisch gesagt, ne? Aber wie als ob du bei so einem Emotionalkörper andockst, bei irgendwas, was du da verstehst. Und das ist hier auch so. Du lässt dich ein, du machst emotional Tore auf und lässt fließen. Das versteht der Kopf jetzt nicht alles, aber da geht was, da kommt was ganz, ganz dolle in Fluss. So, gehen wir erstmal in die obere Reihe. Das Ass der Kelche, die 4 der Stäbe und die 10 der Stäbe. Das Ass der Kelche war für dich auf jeden Fall ein Lichtblick. Da hast du gemerkt, oh, da ist was, das tut mir total gut und dabei möchte ich auch bleiben. Das ist was, was du nicht mehr aus den Augen verlieren wolltest. Wir haben hier das Kreuz, das kann mal für Belastung stehen, steht aber häufig für ja, den Seelenweg, den Schicksalsweg quasi, den man geht. Und dann haben wir die Sterne für die für die Klarheit. Ja, das ist auch das Gleiche nochmal. Da ist ein Licht, da ist etwas, was du gesehen hast und wo du gemerkt hast, ach, da geht der Weg lang. Ja, dann haben wir es doch. Also so, ne? Wo man merkt, hey, da geht der Weg lang. Da war für dich was auch immer das war. Und wann auch immer das war, das kann hier eine Entwicklung sein, die über viele Jahre gegangen ist. Es kann auch sein, dass wir nicht ganz so langen Zeitraum haben. Das wirst du für dich dann schon am besten wissen. Dann kommen wir in die 4 der Stäbe. Ich habe mit den 4 der Stäben das Gefühl, es geht irgendwie wie um den eigenen Platz erkennen. Im Miteinander, in einer Beziehung. Nochmal anders erkennen, wer man selber ist und wer auch die anderen sind. Und das aber auch im Zusammenspiel mit mindestens einer anderen Person. Es kann ein Gegenüber sein oder dein Gegenüber sein, was sehr stark da auf dich gewirkt hat. Warte mal.
Wir haben hier den Klee, der steht für unterschiedliche Formen des Glücks. Und eine männliche Energie oder eine Person, ich spüre mal rein, welche das ist oder wo es mich so hinzieht. Nee, das ist das, was ich gesagt habe. Der Mann ist die Energie von wem anders. Und der Klee steht für ein wunderschönes, ruhiges Glück. Da fühle ich mich glücklich. Und das wird, ich nehme an, ne, wo wir jetzt schon, ich habe ja eben gesagt, da ist irgendwie bestimmt auch noch eine, oder das ist irgendwie auch mit einer anderen Person verknüpft, du hast eine andere Person mit drin. Und jetzt haben wir hier den Mann liegen, das wird dein Gegenüber sein, wenn es geschlechtermäßig andersrum ist, es macht nichts, dann macht das, ist das anders. Das wird bestimmt derjenige sein, der dir hier auch, wo du Gefühle gefühlt hast, die du vorher vielleicht noch nicht so gefühlt hast oder die lange vergraben waren oder wie auch immer. Und hier hast du deinen Lichtblick und hast deinen Platz in Beziehungen. Mit Sicherheit hat sich das auch auf andere Beziehungen ausgewirkt, durch die Beziehung nochmal anders angefangen zu finden. Hast dich nochmal angefangen neu zu sortieren. So, die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe. Da muss ich 2 Karten zu ziehen. Das habe ich jetzt noch nicht so klar. Wir haben einmal die Fische. Die können für Gefühle stehen. Da kann aber auch einfach eine andere Person mit hinterstehen. Und dann haben wir das Buch für neues Kapitel, was ich öffnen möchte, ein altes, was ich schließen möchte oder auch mal was Verborgenes oder Wissen. Ich habe das Gefühl, dass du gemerkt hast, wie stark du dein Leben um Gefühle sich drehen lassen möchtest. Die Fische hier sind deine Gefühle, deine intensive Gefühlswelt und die hat sich zu was ganz Elementarem in deinem Leben herausgebildet. Und es ist so wie, du möchtest alles andere auch nicht mehr da haben, also das Buch mit anderen Dingen zumachen, die dieses Gefühl, dieses Gefühlsleben dämpfen könnten. Du hast die Gefühle, deine eigenen Gefühle in den Mittelpunkt deines Handelns, Denkens, Fühlens gestellt. Das ist mein Gefühl. Erstmal dazu. Und alles, was belastet, ne, um nochmal zu den 10 der Stäben zu kommen, das ist ungefähr das gleiche wie mit dem Buch, das, was belastet, möchtest du nicht, also wegschieben ist ja immer ein bisschen schwierig, weil dann ist es ja nicht wirklich weg, ne? Aber möchtest du nicht über den Gefühlen stehen lassen? Dafür hast du dich entschieden. Das ist so, wie ich das wahrnehme. Das Ass der Münzen, die 2 der Schwerter und die 8 der Münzen. Aus dem Ass der Münzen erwächst ganz, 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 ganz viel. Du merkst auch, das ist das Richtige, wofür du dich entschieden hast. Das ist das Richtige, dem du dich widmest. Die Energie ist ganz stark gleich der Energie, die hier hinter ist. Dieses, ich habe jetzt bei etwas angedockt. Das emotional ist das sehr intensiv.
Und ich lasse mich auch darauf ein. Ich mache auf, ich fließe mit, ich schwinge mit. Wir haben die Schlange für Verwicklungen, Verstrickungen. Also quasi ein nicht ganz frei fühlen. Und den Schlüssel für Lösungen. Ja, das, was dich mal irgendwie davon abgehalten hat, in diesen Fluss zu kommen, den ich hier wahrnehme, das löst du, ich glaube, schon in großen Teilen dadurch, dass du dich einfach auf das einlässt, dass du fließen lässt. Was wir hier haben. Die emotionale Ebene hast du ganz stark, der hast du ganz stark Raum gegeben. Das ist eigentlich die ganze obere Ebene, angestoßen durch meiner Wahrnehmung nach deinem Gegenüber, was stark dafür gesorgt hat, dass du oder dir geholfen hat, das eben in dir zu erkennen. Du hast dem Raum gegeben und je weiter du dem Raum gibst, umso mehr Wandel machst du durch. Mit den ganzen Facetten, die wir jetzt hier alle aufgezählt haben. Ja, genau, ne, da brauche ich euch auch nichts weiter zu sagen, das ist ja quasi das Gleiche nochmal und habe ich auch schon was zu gesagt. Dann kommen wir zu den 8 der Münzen. Mit den 8 der Münzen ist es für mich hier ein wirkliches auch nochmal Erkennen, wie sich dein Leben geändert hat, was sich in deinem Leben getan hat. Auch sortieren, nochmal vielleicht bewusst sortieren, was du möchtest und was du nicht möchtest. Die 7 der Kelche, die 9 der Kelche und der König der Stäbe. Den 7 der Kelchen kommt einfach sehr viel Sicherheit rüber. Sicherheit, wie du deinen Weg gehen willst. Ich glaube, wo ich hier gesagt habe, ne, oder was jetzt irgendwie vielleicht so gerade noch präsent ist, ist, okay, ich mache das alles, aber ich verstehe jetzt noch nicht alles. Hier kommt dieses Verstehen schon mehr mit rein, also noch deutlich mehr mit rein. Und mit den 7 der Kelchen weißt du dann auch vom Kopf her, warum du Dinge tust. Und warum du dich für etwas entscheidest. Da ist so Kopf und Gefühl zusammen. Die 9 der Kelche. Zeigt hier einfach nochmal deine emotionale Fülle auf. Ich gucke mal, ob wir dazu noch was Differenzierendes bekommen. Die Mäuse für Ängste, Sorgen, Verluste. Und dann haben wir den Hund für etwas treu bleiben oder für Freundschaft kann der stehen oder aber auch für eine gute Selbstanbindung, Selbstliebe. Also der Hund ist etwas, was nicht so wo ich das Gefühl habe, dass das war irgendwas, was du gemacht hast oder wie du innerlich gefühlt hast, aber es ist nicht so viel Wumms hinter. Es ist so. Wie du, als ob du mal an etwas du warst bei etwas unsicher. Die Mäuse bringen irgendwie Unsicherheiten mit und die machen auch den Hund unsicher. Es ist wie, vielleicht hat irgendwie eine Ausrichtung gefehlt mal. Dass du vielleicht auch viel auf wen anders geguckt hast oder dich mit dem Außen abgeglichen hast, was aber auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes war. Und du hier jetzt aber ja ganz klar also viel klarer aufgestellt bist
Und aufgrund dieser emotionalen Klarheit, die wir hier mit den neuen der Kelchen haben, dieses Unklarsein, in welche Richtung du eigentlich gucken willst oder wie du dich eben aufstellen möchtest, ob du mehr bei dir selbst angebunden sein möchtest oder dich mehr, ich sag mal, irgendwie an ein Außen binden möchtest und den Blick stark auf ein Außen hast. Das nehme ich hier wahr, dass der Zustand quasi schwindet. Der König der Stäbe. Da muss ich mal reinspüren, wessen Energie das ist. Der König der Stäbe ist jemand anders. Ist für mich auch dein Gegenüber, weil ganz, ganz tiefe Gefühle dabei sind. Und ich das Gefühl habe, ihr könnt euch klar in die Augen gucken. Und das ist spannend, ne? Weil hier ja noch die Augenbinde vor ist. Und ich auch das Gefühl habe, da fühlt man zwar immer mehr oder da versteht man auf emotionaler Ebene mehr, aber sonst noch nicht so richtig viel. Und bei dem König der Stäbe ist wie die Augen sind offen, das Segment der Augen ist offen, man kann sich angucken, man kann ganz viel Wahrheit erkennen. Hier haben wir einmal den Fuchs für ein rationales Vorgehen und dann haben wir den Reiter für ein in die Dynamik kommen, ein sich bewegen. Ja, und der Fuchs bringt nochmal diese Klarheit mit sich. Das ist wir sind jetzt total in der Ratio und es geht nichts anderes mehr, sondern ist auch diese Klarheit über den Kopf, eine ganz angenehme Klarheit. Zwischen euch, die eine gute Grundlage ist oder eine wichtige Grundlage ist zum weiteren Verlauf der Dinge zwischen euch. Ne? Das ist die Grundlage, aufgrund dessen der Reiter weitergeht. Ja? So, mein lieber Krebs, das haben wir zu dir. Ich ziehe für dich jetzt noch zwei Karten für deinen Prozess. Einmal aus dem Aspekte-Kartenset die Karte Struktur. Da guck mal, was das mit dir macht, warum die jetzt gerade für dich kommt. Die lasse ich auch beide Karten bei dir, die Karte. Die lasse ich auch beide Karten, die ich jetzt lege, lasse ich bei dir, dass du da selber mal reinspürst, warum die Karte eben jetzt zu dir kommt. Es kann sein, dass dir das irgendwie heute kommt, kann sein, dass du in 3 Tagen nochmal dran denkst und es dann kommt. Und jetzt ziehe ich noch eine Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Die werde ich nur vorlesen und du kannst dann schauen, ob die ganze Karte stimmig für dich ist. Manchmal ist es auch nur ein einzelner Satz. Mein inneres Kind hat Respekt. Ich erinnere mich an eine Tugend namens Respekt. Die Haltung anderen Lebewesen gegenüber soll ab sofort wertschätzend sein. Mein inneres Kind rät mir, Achtung vor allem zu haben und Anerkennung offen zu zeigen. So richte ich meine Aufmerksamkeit auf die vielschichtigen Qualitäten meiner Mitmenschen und störe mich nicht an ihren Ecken und Kanten. Sie zu kritisieren ist meine Schwäche. Dies zu erkennen verschafft mir Ruhe. So, 3 Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Da haben wir einmal deine Beziehungsenergie mit dem Buben der Schwerter, der Bube der Schwerter für einen sich die Dinge etwas aus der Distanz angucken. Dann haben wir die 10 der Münzen für eine Beziehung in starker Münzenergie oder auch mal Beziehungsmuster. Und bei deinem Gegenüber die 3 der Münzen. 3 der Münzen stehen für Integration, können die stehen tatsächlich, dass man es schafft, etwas zueinander zu bringen, dass man auch eine quasi große Aufgabe schafft. Die können aber auch für eine bestimmte Form des in die Beziehung Gehens stehen. Das ist bei mir auch häufig der Fall, aber das werde ich dann spüren, wenn wir an der Stelle sind. Jetzt gucken wir in den Buben der Schwerter und in die 10 der Münzen. Der Bube der Schwerter steht übrigens auch mal für Lernen und hier steht ja für Lernen. Es ist
wieder die Energie, etwas zu erkennen, etwas anzunehmen, neugierig zu sein, sich in etwas einfinden zu wollen. Das ist der Bube der Schwerter. Das ist deine momentane Energie, die 10 der Münzen. Ist ein Überdenken der bisherigen Werte. Wie hat man die Beziehung bis jetzt gelebt? Wie hat man sich aufgestellt? Das ändert nichts an diesem Grundgefühl hier. Das Grundgefühl ist und bleibt sehr schön, aber man hat ja bestimmte Muster, die dann eine Beziehung eben auch nicht so angenehm machen, weil man sie mit sich rumträgt. Das Grundgefühl stimmt, aber die Muster, die man selber hat durch emotionale Verletzungen und so weiter, das ist nicht immer so schön. Und da habe ich das Gefühl, in euren Mustern stellt ihr euch um. Hier wird überdacht, hier wird in Frage gestellt. Die Personen, die ich sehe, die stellen sich selbst in Frage. Und Dinge, wie sie laufen. Ja? Und jetzt, mein lieber Krebs, gehe ich in die weiterführende Legung. Lege um diese Karte drumherum das keltische Kreuz. Gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox. Freue mich, wenn wir uns da gleich wiedersehen. Freue mich aber auf jeden Fall, dass du bis jetzt da warst. Und würde sagen, bis entweder gleich oder wie immer, bis hoffentlich bald.